Wir haben uns, denke ich, da sehr gut präsentiert, haben uns klar gesteigert gegenüber der letzten Woche, haben Chancen herausgearbeitet, waren dem Sieg klar näher als Brest, aber am Ende müssen wir, sage ich mal, eher unglücklich mit einer 1-1 da rausgehen, aber ich bin trotzdem zuversichtlich aufgrund der Leistung, die wir gezeigt haben, dass wir nächste Woche in Brest realisieren können. Ich denke, speziell zweite Halbzeit war wirklich sehr gut, sehr stark von uns. Allein die Tore haben gefehlt, trotzdem machen wir in der Hinsicht keine Sorgen, die Tore werden kommen. Die erste Halbzeit war vielleicht noch ein bisschen zu abwartend, denn wir kannten den Gegner nicht, wollten uns das Spiel erstmal anschauen und haben dann die Schlüsse daraus gezogen und zweite Halbzeit ja, dann auch gezeigt, dass wir nach vorne spielen können. Ja, man hat gesehen heute, dass wir dann mindestens mithalten können, wenn wir eine bessere Mannschaft, wenn man ehrlich ist. Die haben eigentlich nichts gehabt außer das Tor und das müssen wir auch besser verteidigen. Und von dem her ist zwar das Ergebnis heute nicht gut, aber die Leistung war echt okay und von dem her wollen wir drüben weiterkommen. Ich denke, es war ein sehr kontrolliertes Spiel von uns. Ich denke, dass wir sehr viel Ballbesitz gehabt haben, sehr die eine oder andere Chance rausgespielt haben. Kurz nach 1-0 haben wir viele Möglichkeiten gehabt auf 2-0, wo uns leider ja, das Glück nicht so verfolgt hat. Der Dorman hat mich noch von der Linie rausgeratzt, wenn das 2-0 da ist, ist der Sack zu. Dann natürlich ein Ballverlust vorne von uns, die machen ein Umschaltspiel. Dann glaube ich, ein ganz klares Ballspiel an Biesinger. Schiedsrichter war wie vorige Woche schon unter aller Sau. Muss einfach Foul geben, dann machen die uns, glaube ich, kein Tor. Dann fahren wir mindestens mit einem 1-0 darunter. Und ja, egal, wir haben es jetzt schon im Kreis besprochen. Wir werden nächste Woche darunter fahren und werden nochmal das Spiel dominieren und aufsteigen.